Warte, ich hole das nochmal schnell daher. Reingelegt, da ging das noch, aber jetzt, ich bin nass, es ist nicht normal, es ist einfach nur, bah. Wir sind jetzt draußen, haben uns ausgelüftet, ich muss mich jetzt leider erstmal duschen, ich sehe nämlich richtig beschissen aus und so fühle ich mich auch, Alter. Ich bin so nass gewesen, ich bin so am Tropfen gewesen, wie so eine Tropfsteinhöhle, ich war wie so ein Stalaktit. Ich habe tatsächlich eine halbe Stunde geschafft zu schlafen, wir haben dasselbe nämlich vor 2 Stunden schon mal probiert und da ist es auch darauf hinausgelaufen, dass ich wassertriefend hier ausgestiegen bin. Es macht keinen Sinn, jetzt hier noch schlafen zu gehen. Das machen wir heute Abend dann, wenn es sich verdammte Scheiße nochmal abgekühlt hat. Zudem muss ich sagen, holländische Zigaretten auch scheiße. Was will ich mit so einer winzigen Schachtel? Winzig. Kann schon nicht mehr reden. So, wir sind mittlerweile langsam mit dem Begriff in Richtung Power Hour zu starten. Da gibt es nur dieses Problem. Weißt du, wir liegen den ganzen Tag hier im Zelt und wollen schlafen. Und dann kommt diese Sonne andauernd und brutzelt einen weg und man trieft und trieft und trieft. Dann will man losgehen und da hinten steht ein fettes Gewitter. Also, was soll denn bitte? Wir sind auf dem Weg zur Power Hour mit Verspätung, so wie man uns am besten kennt. Hier fliegt schon irgendein Red Bull Hubschrauber Loopings und ein Gleitschirmspringer fliegt irgendwelche Loopings. Ich bin völlig überfordert mit meinem Leben. Erstmal zu Red. Es hat auch angefangen zu regnen, es ist fantastisch. Stimmung ist gerade so ein bisschen wie auf der Beerdigung. Wir sind halt einfach voll im Arsch und der Tag geht noch bis 2. Jetzt gleich kommen noch ein paar geile Sets, aber das sieht wahrscheinlich alles schlecht aus. So, wir haben uns jetzt doch nochmal aufgerafft und versuchen die Endshow noch mitzunehmen. Mit ganz, ganz viel Glück eventuell noch die Afterparty. Aber wir sind halt echt
übelst im Arsch. Wenn das besser funktioniert hätte mit den Temperaturen im Zelt, dann wäre das alles jetzt nicht so, wie es ist. In dem Sinne melde ich mich gleich wieder, wenn wir uns erstmal was zu essen holen und zu trinken, bevor wir dann zur Main gehen. Lichtverhältnisse wird man mich kaum sehen. Wir waren gerade bei der Blue angekommen, um festzustellen, dass Q-Dance uns mit den Afterparty-Zeiten beschissen hat. Dementsprechend leider nur bis 1 und wir haben nichts mehr davon mitgekriegt. Fantastisch. So, meine Freunde, wir haben mittlerweile einen neuen Tag. Ich glaube, ich habe mich heute noch nicht zu Wort gemeldet. Der körperliche Verfall ist maximal zunehmend. Ich fühle mich wirklich einfach nur noch wie ein Wrack. Mal gucken. Jetzt geht es erstmal auf Klo und dann, wie gesagt, ich glaube, ich gehe wahrscheinlich schlafen. Viel mehr ist nicht drin und ich sehe immer noch aus wie Rudolf, das Rentier. Tag 2 vom offiziellen Campingplatz-Festival. Wir sitzen immer noch, weil wir gerade planen, wo wir jetzt hingehen. Jetzt wird gleich wahrscheinlich die Auswahl auf die Blue fallen. Für 2,5 Stunden, dann einmal die Black zwischendrin und dann die Red. Und dann ist schon Feierabend für heute. Also nicht nur für heute, sondern für alles, weil dann ist die DEFCON zu Ende. Schade, dass wir den Tag gestern so in den Sand gesetzt haben, weil gestern war halt wirklich der beste Tag von allen, der beste Veranstaltungstag. Also es ist ja wirklich alles schief gegangen. Auch die Afterparty ist ja gewaltig in die Hose gegangen. Naja, der Hubschrauber fliegt noch seine Runden und ich würde sagen, ich melde mich gleich dann an der Blue wieder. So Leute, es ist jetzt irgendwie viel zu spät, so 20.30 Uhr, das heißt, wir haben jetzt 2,5 Stunden Endshow. Wir gehen jetzt tatsächlich los, es ist unglaublich. Das sage ich zum 4. Mal heute, dass wir losgehen. In dem Sinne, tschüss. Ich habe schon mal mitgefilmt, aber wir fahren noch mal Riesenrad, weil wir uns aus Versehen vor
drei Tagen den falschen Gutschein gebucht haben und heute nochmal kostenlos Riesenrad fahren können. Meine Yay. Nase ist so rot, ich sehe aus wie ein Alkoholiker. Echt? Hi. Hi. Wie ist es? Warte, ich hole das nochmal schnell daher. Seit der Intro nicht mehr gemeldet. Wir sind hier gerade auf den Wasted Lands auf der Suche nach einer After Hour. Aber irgendwie
gibt es hier nicht so viele Partys. Außer man will sich jetzt hier weiter mit Abtempo irgendwie die Ohren quälen lassen, nachdem man da schon 4 Tage lang auf dem Campingplatz ertragen musste. Dann war es das tatsächlich auch von 4 Tagen DEFCON. Ich hoffe wirklich, das Material reicht für den Samstag- und Sonntag-Vlog. Sonst wird es tatsächlich ein Einteiler. Das wäre wirklich eine Katastrophe. So, Status-Update ein paar Stunden später. Abbau. Ihr habt keine Lust mehr, ich will nach Hause. Das kommt jetzt bald. Und wir brauchen Kippen. Ja, Leute, mittlerweile sind wir wieder bei mir in Floto angelangt. Ich bin wirklich rot wie ein Rentier. Sehr fantastisch, ich finde Rudolf. Ich sichte gerade das Material und mache jetzt meine Abmoderation, denn der Vlog ist zu Ende. Die 4 Tage DEFCON sind vorbei. Sie haben nagende Spuren hinterlassen. In der Tat sehr, sehr nagende Spuren. Und den einen oder anderen Sonnenbrand. Ich hoffe, ich habe genug Material, um Samstag und Sonntag zusammenzulegen. Wenn nicht, dann wird es halt ein 3 Einteiler und wenn doch, dann 2 Teiler. Das seht ihr dann aber, wenn es fertig ist. In dem Sinne wünsche ich euch ein frohes Fest. Ich hoffe, der Vlog oder Cock hat euch gefallen. Schaut sehr gerne bei den anderen vorbei. Ich sehe da zum Beispiel eine sehr rote Nase im Bild. Ja, in dem Sinne, frohe Ostern, frohes Neues. Tschüssikowski.